So, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt's das nächste Retro-Review zu dem Lego Ninjago Set mit der Nummer 70505, der Tempel des Lichts. Das Set ist aus dem Jahr 2013, die unverbindliche Preisempfehlung lag damals bei 64,99 und dafür bekam man genau 565 Teile und was man daraus bauen kann, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So, und hier haben wir jetzt mal das aufgebaute Set mit dem Tempel an sich, dem goldenen Roboter und den 5 Minifiguren und ich würde sagen, die schauen wir uns heute auch wieder als erstes an. Und wir starten hier mal mit Lloyd, dem goldenen Ninja. Das ist eine ziemlich schöne Figur, sie ist natürlich komplett in Gold mit ein paar grünen Details eben für Lloyd, mit zum Beispiel dem grünen Gürtel oder ein paar Details hier auf dem Torso, zudem die goldene Maske und hier noch die Schulterpanzerung mit der Katana-Halterung hier hinten. Also wenn man möchte, kann man hier von beiden Seiten noch jeweils ein Katana reinstecken. Ich zeige euch die Maske auch nochmal kurz von allen Seiten und dann werden wir das Zubehör mal kurz abnehmen. Dann sieht man hier zum einen mal das goldene Gesicht von Lloyd und wenn wir uns die Figur nochmal von hinten anschauen, dann sehen wir hier jetzt auch nochmal die Rückenbedruckung und zudem sieht man, dass die Figur nur das eine Gesicht hat, das wir vorne gesehen haben. Die zweite Minifigur wäre dann hier Sensei Wu. Er kommt einmal mit seinem goldenen Stab und dem goldenen Hut. Zudem hat er noch den Bart vorm Gesicht. Ich zeige euch den Hut auch mal kurz von allen Seiten. Von hier hinten sieht man schon mal die Rückenbedruckung und wir erkennen auch schon, dass Sensei Wu nur das eine Gesicht hat. Das schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Ich werde mal das ganze Zubehör abnehmen. Und so sieht Sensei Wu dann mal ohne Zubehör aus. Hier erkennt man jetzt auch die tolle Gesichtsbedruckung. Die gefällt mir wirklich gut. Aber auch die Torsobedruckung sieht toll aus. Die wurde ja auch so ein bisschen von dem Bart noch verdeckt. Und wir erkennen auch den Gürtel, wie er toll auf die Beine übergeht. Wie gesagt, von hinten haben wir die Figur ja schon gesehen und ein zweites Gesicht hat Sensei Wu ja nicht. Die nächste Minifigur wäre dann Lord Garmadon. Das ist auch eine ziemlich coole Figur. Er ist bewaffnet mit seinem Stab, der wurde aus ein paar Teilen zusammengesteckt. Und was mir an der Figur auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist der Helm samt der Maske. Das sieht ziemlich gut aus. Die wurde auch aus drei Teilen dann zusammengesteckt. Und so würde die Figur dann mal ohne Zubehör aussehen, eben mit den vier Armen. Auf dem Torso, also auf dem unteren Torso, sieht man noch den lila Gürtel, der dann auch auf die Beine übergeht. Zudem erkennt man hier dann mal die Gesichtsbedruckung. Ich kann euch die Figur auch mal kurz von hinten zeigen, aber da ist sie nicht bedruckt, weder auf dem Rücken noch auf dem Hinterkopf. Und die letzten beiden Minifiguren werden dann hier diese beiden Steinsamurai. Links haben wir einmal einen Speer, er hat eine Armbrust in der Hand und auf dem Rücken hat er noch einen Köcher mit zusätzlichen Pfeilen. Und rechts haben wir einfach nur einen Krieger, er ist ausgerüstet mit einem schwarzen Katana. Zudem tragen beide den roten Hut auf dem Kopf und hier erkennt man nochmal den Köcher mit den zusätzlichen Pfeilen von dem Speer und der Krieger, der hat einfach nur eine Panzerung auf den Schultern. Hier werde ich jetzt auch mal kurz das ganze Zubehör abnehmen. Dann sehen wir hier nämlich nochmal die unterschiedlichen Gesichtsbedruckungen der beiden Figuren. Die sehen wirklich richtig gut aus. Zudem hat der Speer die kurzen unbedruckten Beine und der Krieger rechts, der hat eben noch Bedruckungen auf den Beinen bekommen. Und wenn wir uns die Figuren nochmal kurz von hinten anschauen, dann sieht man hier jetzt nochmal die Rückenbedruckungen der beiden Figuren. Beide Figuren haben natürlich auch keine Bedruckung auf dem Hinterkopf. Die würde man ja sehen, weil sie ja nur einen Hut auf dem Kopf haben. Gut, das waren dann mal die 5 Minifiguren. Jetzt schauen wir uns hier mal den goldenen Roboter an. Und 2020, also Anfang 2020, erscheint ja eine Neuauflage von diesem Roboter in der Legacy-Reihe. Und deswegen möchte ich euch hier nochmal das Originalmodell vorstellen. Dieses Modell ist circa 20 cm hoch. Mit den Klingen hier auf dem Rücken sind es sogar 23 cm. Und ich muss sagen, dieser Mech ist richtig stabil. Und er sieht auch ziemlich cool aus und bietet einige Details. Die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und wir starten gleich mal hier oben beim Cockpit. Der Mech hat ja einen Hut hier auf dem Kopf, den bringe ich mal ein bisschen nach unten. Das ist ein bedrucktes Teil, also diese Platte hier ist bedruckt und kein Aufkleber. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus und öffnen kann man das ganz leicht, wenn man das hier so nach oben bringt. Hier ist ein weißer Droidenarm, der das dann alles nach oben und nach unten bringt. Und das Cockpit sieht dann von innen mal so aus. Hier haben wir dann zwei Steuerhebel, um den Mech dann zu steuern. Und hier ist natürlich dann auch genug Platz für eine Minifigur, also für Lloyd. Wenn er da drin sitzt, dann sieht es mal so aus und jetzt können wir den Hut natürlich auch wieder runterbringen. Das sieht dann so aus und ich muss sagen, das sieht schon ziemlich gut aus.
Der Mech hat ja eine goldweiße Rüstung oder eine goldweiße Panzerung. Die sieht optisch toll aus. Wir erkennen hier auch ab und zu so beige Akzente. Ich finde, die stören gar nicht so. Also die passen, finde ich, auch richtig gut zusammen. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Hier ist ja viel weiß. Hier sind auch noch ein paar Clips. Da kann man, wenn man möchte, noch ein paar Katanas anbringen. Und hier sieht man dann auch nochmal die goldenen Klingen. Die kann man auch noch ein bisschen verstellen, wie es einem am besten gefällt. Also nach oben bringen. Oder eben nach unten. Ich finde, so nach oben sieht es eigentlich ganz gut aus. Und wir haben auch schon ein paar Aufkleber gesehen. Zum Beispiel hier an den Armen sieht man ein paar Details. Oder hier oben. Das gleiche haben wir dann auf der anderen Seite auch nochmal. Der Mech ist zum einen dann natürlich sehr, sehr gut gepanzert, aber auch sehr gut bewaffnet, hier mit diesem großen Katana. Das wird übrigens bloß von diesen Fingern hier gehalten, also das wird nicht irgendwie befestigt. Wenn man die Finger also aufmacht, dann ja, kann man das Katana ganz leicht rausnehmen, das sieht dann so aus. Und der Mech hat dann ja drei Finger, also zwei außen und einen, der Daumen, sage ich mal, innen. Das finden wir natürlich hier an der anderen Hand auch nochmal. Der Mech ist dann natürlich auch noch sehr, sehr beweglich. Wir haben zum Beispiel Kugelgelenke hier an den Armen, also einmal hier oben an der Schulter und dann noch hier ja, im Ellenbogengelenk. Und ich muss sagen, das Set ist ja aus dem Jahr 2013, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, also 6 Jahre. Aber die Teile sind immer noch sehr, sehr stabil. Also ja, wenn man das hier hinbringt, dann hebt es auch. Also es ist nicht so lummelig geworden und so. Das finde ich ziemlich gut. Die kann man also hinbewegen, wie man möchte. Hier sieht man dann auch nochmal die drei Finger. Und die Beine sind natürlich auch noch beweglich. Wir haben hier Klickgelenke an den Hüften. Das heißt, zum einen können wir die nach vorne und nach hinten bringen und auch noch ein bisschen zu den Seiten bewegen oder eben nach innen. Wenn man das nochmal so zeigt, dann sieht man hier auch nochmal den großen Fuß. Also der Mech hat wirklich immer einen sehr, sehr stabilen Stand. Und es ist sogar möglich, den Mech nur auf einem Bein balancieren zu lassen. Also hier unten hängt er quasi in der Luft. Das kann ich hier mal zeigen. Er steht jetzt gerade nur auf dem von uns aus gesehen rechten Bein. Also ja, durch die breiten Füße hat er wirklich immer einen sehr, sehr stabilen Stand. So, und dann kommen wir hier noch zum Tempel des Lichts. So wie wir das Modell gerade sehen, ist es circa 24 cm hoch, 22 cm breit und nach hinten in die Tiefe geht es ca. 15 cm. Wir haben aber noch die Möglichkeit, das Layout von dem Modell ein bisschen zu verändern. Das zeige ich euch aber erst später. Aber vorher möchte ich euch noch zeigen, dass wir den Mech hier in den Vorhof stellen können. Hier ist genug Platz, damit die großen Füße von dem Mech hier problemlos reinpassen. Das Ganze sieht dann mal so aus. Und ich finde, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, aber dass wir uns die ganzen Details hier von dem Tempel ein bisschen genauer anschauen, werde ich jetzt mal kurz das Layout verändern. Wir können diese beiden Teile hier einfach nach außen bringen. Das Ganze sieht dann mal so aus, es geht einfach über diese Scharniere hier auf beiden Seiten. Jetzt ist der Tempel ca. 35 cm breit. Und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Details an, die der Tempel zu bieten hat. Und wir starten hier mal auf der linken Seite des Tempels. Hier haben wir eine Laterne, dann haben wir hier noch ein Geländer und hier in der Mitte haben wir noch einen kleinen Waffenständer mit einem Speer, einem goldenen Katana, einem kleinen Schwert und noch einem goldenen Seil. Und diesen Waffenständer kann man hier auch ganz leicht abnehmen. Der sieht dann so aus. Hier oben haben wir auch noch ein bisschen eine Holzmaserung, das ist dann ein Aufkleber. Und natürlich kann man die ganzen Waffen hier auch abnehmen und einer Minifigur in die Hand geben. Ich habe den Waffenständer nochmal kurz abgenommen, weil hier im Hintergrund sieht man jetzt diese Scheiben mit dem goldenen Drachen drauf. Das sind bedruckte Teile und keine Aufkleber und davon sind insgesamt 4 Stück in dem Set enthalten gewesen. Die haben auch immer das gleiche Motiv. Hier haben wir mal die rechte Seite des Tempels. Die sieht eigentlich genauso aus wie die andere Seite, nur dass wir hier keinen Waffenständer haben, sondern hier ein bisschen Grünzeugs. Und hier in der Mitte, wo vorhin noch der Mech gestanden hat, haben wir hier jetzt noch ein Feuer. Und hier hinten, das finde ich auch ziemlich cool, das ist der Gong. Der sieht dann mal so aus. Und hier hinten an den Wänden sehen wir auch noch einige coole Details. Das sind aber alles Aufkleber. Und jetzt gehen wir dann ein Stockwerk höher. Um dahin zu gelangen, gibt es einmal hier eine Leiter und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal eine. Und hier oben haben wir dann eine Halterung für die Schwerter der 4 Elemente, Eis, Feuer, Blitz und Erde.
Die kann man natürlich auch abnehmen, wenn man möchte, und einer Minifigur in die Hand geben. Und hier gibt es zudem noch eine kleine Funktion, die kann ich euch mal zeigen, wenn wir uns das Modell mal kurz von hinten anschauen. Da seht ihr nämlich hier unten diesen Hebel, und wenn man den zur Seite bewegt, dann passiert Folgendes. Das seht ihr jetzt hier, wenn ihr hier drauf mal achtet. Da gibt es nämlich noch eine Falltür. Von vorne sieht man das natürlich ein bisschen genauer. Also hier ist die Falltür, und wenn ich hinten eben an dem Hebel ziehe, dann öffnet die sich. Und wenn die sich öffnet, dann sieht man hier sogar noch ein verstecktes Seil. Und hier oben haben wir dann noch das Dach mit den beiden Türmen, und das muss ich sagen, gefällt mir optisch wieder richtig gut. Hier haben wir dann auch noch zwei Fahnen, und auf dem Dach, oder besser gesagt auf den beiden Turmspitzen, da haben wir noch zwei goldene Statuen mit den Drachen hier. Das sieht schon ziemlich gut aus, auch die Türme an sich gefallen mir richtig gut. Von hinten sieht das Ganze nochmal so aus. Hier sieht man jetzt auch, wie man das schräge hinbekommen hat. Und hier von der Seite sieht man eben nochmal den Turm, und von vorne sieht das Ganze dann wieder so aus. Ja, und das waren eigentlich schon mal alle Details und Funktionen von dem Set. Ich habe es natürlich vorgestellt, weil ja jetzt Anfang 2020 das Legacy-Set von dem goldenen Mech rauskommt und ich die beiden Mechs eben dann mal vergleichen wollte. Bei dem Legacy-Set, das jetzt erscheinen wird, ist der Tempel aber an sich nicht dabei. Und ich muss sagen, der Tempel hier gefällt mir ziemlich gut. Zuerst dachte ich, der sieht ein bisschen leer aus und da ist eigentlich gar nicht so viel los. Aber wenn man eben dann den goldenen Mech hier reinstellt, dann füllt es richtig gut. Und ich finde, der passt auch richtig gut rein und es sieht toll aus. Auch die fünf Figuren, die dabei sind, gefallen mir ziemlich gut. Und alles in allem finde ich das Set wirklich sehr, sehr gelungen. Ihr könnt mir natürlich auch mal eure Meinung zu dem Set unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.